Im Mai 2018 singt sich Marie Wilgener in die Herzen der DSDS-Fans. Als jüngste Gewinnerin geht sie in die Geschichte der RTL-Castingshow ein. Denn zu diesem Zeitpunkt ist sie erst 16 Jahre alt. Süße Kleidchen, nettes Lachen. Als niedliches Mädchen von nebenan begeistert sie auf der Bühne. 1,5 Jahre nach ihrem Sieg sieht das aber schon ganz anders aus. Die 18-Jährige hat in der kurzen Zeit eine echte Verwandlung hingelegt. Bereits einen Monat nach dem Showfinale zeigt sich die Schlagersängerin ganz schön erblondet. Mittlerweile ist aber nicht nur ihre Frisur der Blickfang, sondern vor allem der neue Kleidungsstil. Sexy statt brav lautet hier wohl die Devise. Im halbtransparenten Kleid mit Lederstiefeln und großem Gürtel zeigt Marie kürzlich auf einem Event ihre rockige Seite. Was für eine erstaunliche Typveränderung! Nimm dich in Acht, Helene Fischer. Hier wächst offenbar starke Konkurrenz heran. Und das nicht nur in Sachen Outfit, denn auch gesanglich läuft es bei Marie rund und sie veröffentlicht bereits ihr zweites Album. Für den Nachwuchsstar geht es also mit großen Schritten Richtung Schlager-Olymp.